Sind Sie eigentlich heute vorwiegend alleine oder paarweise da? Paarweise. Das ist ein bisschen schlecht, weil Singles haben weniger häufig Krach als Paare. Paare haben eigentlich immer Krach. Das liegt in der Natur der... Doch, das liegt in der Natur der Sache. Selbst wenn Mutter Teresa und Mahatma Gandhi ein Liebespaar gewesen wären, dann hätten sie sich darüber gestritten, wer weniger isst. Ja, ist so. Woody Allen hat es ja mal erklärt. Er hat gesagt, Männer und Frauen passen im Grunde nicht zusammen. Die Unterschiede sind zu groß. Nehmen Sie Männer. Männer haben mehr Muskeln, sind aggressiver, sterben früher. Frauen haben dafür dichteres Haar und weinen fünfmal so häufig wie Männer, meist zwischen 19 und 22 Uhr. Das war, das ist wirklich wahr. Ja. Oder nehmen Sie Sprache. Sprache hat für Männer und Frauen eine völlig unterschiedliche Funktion. Für Frauen dient Sprache zur Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Bindungen. Für Männer ist Sprache Mittel zum Zweck. Ne? Männer kämen im Grunde mit ein paar Grunzlauten aus. Ja. Hm? Verwirrung. Begreifen. Ein Firmenboss könnte statt bei der Vertriebstagung zur Belegschaft zu sagen, und hier, meine Damen und Herren, präsentiere ich Ihnen unsere neue Produktpalette, könnte er auch machen. Und die Angestellten. Männer und Frauen haben auch völlig unterschiedliche Interessen. Mode. Männer haben weder Ahnung von Mode, noch interessieren sie sich dafür. Obwohl Frauen das wissen. Fragen Sie Ihre Männer immer wieder in Modedingen um Rat. Meist 3 Minuten, bevor man spätestens das Haus verlassen müsste, um zu der Verabredung noch zurechtzukommen. Schatzi, soll ich die weißen oder schwarzen Ohrringe anziehen? Das ist auch ein sehr wichtiges männliches Geräusch, Resignation. Ich weiß natürlich, meine Chancen sind 50-50 und ich sage, die Weißen. Die Weißen? Nimmst du nicht zu der Bluse, nimmst du vielleicht eine Bläser anziehen? Wenn wir schließlich aus dem Haus kommen, kann ich mich noch mal rasieren. Es ist Männern einfach egal. Ich sagte auch nicht zu einem Kumpel, wenn ich mit dem Squash spielen gehe, hör mal, du willst doch nicht das T-Shirt zu den Schuhen anziehen. Bin auch immer wieder schwer beeindruckt, wenn ich mich im Bad der kosmetischen Abteilung meiner Frau gegenüber sehe. Hunderte von Tiegelchen, Töpfchen, Tübchen, Ampüllchen, Fiölchen, Amphörchen. Für normale Haut, für fettige Haut, für trockene Haut, für Mischhaut. Haben Sie schon mal einen Mann mit Mischhaut gesehen? Können Sie sich folgenden Dialog auf einer Baustelle vorstellen? Dass der Polier ruft, ey Günni, Günni, komm mal im Wagen. Günni, wir müssen reden. Günni, es ist wegen deinem Teng. Günni, trockene Backen und fettige Stirn. Günni, weißt du, was du hast? Du hast Mischhaut. Günni, es ist nicht wegen mir, aber die Jungs reden schon. Günni hat Mischhaut, da ist es. Ich geh mal zum Kosmetiker. Selber mit Gerüchen. Für Frauen ist es wahnsinnig wichtig, gut zu riechen. Bei Männern ist der Geruch doch sehr häufig durch den Zufall bestimmt. Sag mal, Schatz. Riechst du dann auch? Nee, bin ich wieder in die Scheiße getreten. Sehr beliebt
Sehr beliebt auch die Nummer. Schatz, riech mal, kann ich das Hemd noch mal anziehen? Weißt du, warte, ich tue mal kurz im Trockner, dann geht es wieder. Was? Ein Mann kann ein Hemd aus dem Gulli holen. Kurz im Trockner geht es wieder. Warm gleich sauber. Und dann eine ganz witzige Sache. Frauen merken früher als Männer, wann sie niesen müssen. Müssen wir darauf achten. Eine Frau kriegt immer rechtzeitig ein Taschentuch raus. Ein Mann hängt im vollbesetzten Bus an der Schlaufe. Tut mir leid mit Ihrem Hemd. Aber wenn Sie es im Trockner tun, geht es wieder. Vielen Dank.